Namentliches Gedenken. An diesem Ort gedenken die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wiesbaden ihrer jüdischen Mitmenschen, die zwischen 1933 und 1945 von Nationalsozialisten ermordet wurden. Die staatliche Diskriminierung und Verfolgung der Juden begann 1933 mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Beamte wurden entlassen, für Ärzte, Richter und viele andere griff ein Berufsverbot. Geschäfte jüdischer Eigentümer wurden boykottiert. Es kam vermehrt zu Übergriffen und Gewalttaten, zu ersten Morden und Einweisungen in Konzentrationslager. Im Jahr 1935 erreichten diese Repressionen einen weiteren Höhepunkt. Nach Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze verloren Juden ihre staatsbürgerlichen Rechte. Sogenannte Mischehen wurden unter Strafe gestellt. Am 28. Oktober 1938 wurden vorgeblich polnische Staatsangehörige jüdischen Glaubens, sogenannte Ostjuden, von Wiesbaden nach Polen abgeschoben. Mit den Pogromen vom November 1938 begann auch in Wiesbaden der endgültige, gewaltsame Ausschluss der Juden aus dem Alltags- und Wirtschaftsleben. Es kam zu ersten Massendeportationen in Ghettos und Konzentrationslager. Die Wannsee-Konferenz organisierte Anfang 1942 die systematische Vernichtung des europäischen Judentums. In Vernichtungslagern wie Auschwitz, Majdanek oder Treblinka verloren die Menschen nach Jahren größter Angst den letzten Rest an Würde und Individualität, ihren Namen. Häftlingen wurde eine Nummer in den Unterarm tätowiert. Nach Selektion, Zwangsarbeit, Gaskammer und Verbrennung wurde die Asche anonym in Massengräbern verscharrt. Bis zur Befreiung der Vernichtungslager im Jahre 1945 wurden schätzungsweise 6 Millionen europäische Juden ermordet. Das Band mit den in Stein gemeißelten 1507 Namen beurkundet das Leben und Sterben der Wiesbadener Juden. Es gibt ihnen ihre Namen zurück. Die Synagoge. Nach 6 Jahren Bauzeit wurde 1869 am Michelsberg die von dem Architekten Philipp Hoffmann entworfene Synagoge fertiggestellt. Das weithin sichtbare jüdische Gotteshaus galt mit der 35 Meter hohen und mit goldenen Sternen überzogenen Hauptkuppel als eines der schönsten und repräsentativsten Gebäude der Stadt. Die Synagoge war Ausdruck der gesellschaftlichen Integration der Juden Wiesbadens und zeugte von deren Stolz und Selbstbewusstsein. In Wiesbaden lebten bis 1933 etwa 3000 jüdische Bürger und Bürgerinnen. Das Bauwerk war religiöses Zentrum und Schule der Reformgemeinde. Das vielfältige jüdische Leben Wiesbadens spiegelten auch die 1897 gegründete Synagoge der altisraelitischen Gemeinde und die 1938 zerstörten Synagogen in den Vororten Biebrich, Bierstadt und Schierstein wieder. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde die Synagoge am Michelsberg mehrfach in Brand gesetzt. Das bis auf die Außenmauern ausgebrannte Gotteshaus wurde 1939 abgebrochen.